An welches Ereignis, welche Situation im Herbst 1989 erinnerst du dich besonders, beziehungsweise war für dich bis heute besonders einprägsam? Da gibt es für mich mindestens zwei Daten, aber eigentlich drei, die mir sehr noch in Erinnerung sind. Und zwar Ende September und 9. November. Und dazwischen war noch die Selbstermächtigung der bildenden Künstlerinnen und Künstler. Ende September ist meine Tochter abgehauen in die Prager Botschaft. Und ich hatte ausnahmsweise einen Pass. Und weil wir waren delegiert, so nannten wir das, glaube ich, damals, vom Künstlerverband der DDR zu einer Modeschau in West-Berlin, zu einer sogenannten alternativen Modeschau. Das war die Offline. Wir haben da unsere eigene Show gezeigt und da hing natürlich, wir brauchten einen Pass. Ich durfte ja gar nicht reisen und es war total toll, dass ich da mal rauskam und es war wirklich schön. Und ich habe diesen Pass benutzt, um meine Tochter aus dem Übergangslager abzuholen, in das sie gekommen ist, aus der Prager Botschaft. Und dann kam der 7. Oktober. Ich bin dann mit ihr durch die Bundesrepublik gefahren, habe sie meinen Freundinnen und Freunden vorgestellt, weil es war mein Kind. Ich wollte sie irgendwo lassen, wo sie sicher ist. Mama Tier. Und dann habe ich die Nachrichten gesehen am 7. Oktober und dann bin ich nach Hause gefahren am nächsten Morgen. Da habe ich gesehen, wie die Bullen geprügelt haben und so, und das war nicht gut. Und da, es war klar, es war schon spät abends, also ich bin schon damals nicht gerne nachts gefahren, ich war ja beim Auto unterwegs. Und dann bin ich am nächsten Morgen nach Hause gefahren, weil ich dachte, hier bin ich jetzt wichtiger, in Berlin. Ich habe ja damals noch fest in Berlin gewohnt. Und dann bin ich ziemlich schnell in den Künstlerverband gegangen. Wir haben dort, irgendjemand hat einen Jour fix ausgerufen, montags. Das war die neue Leitung, das waren wir alle. Und wir haben den Vorstand abgesetzt und haben unsere Sachen da selbst in die Hand genommen. Daher rührt unter anderem der Beschluss, eine Broschüre herauszugeben, wir klagen an oder ich klage an, mit den Protokollen der Verhaftungen vom 7. Oktober. Und dann kam der 9. November und das war ein richtiger Schock. Das war für mich so ein Schock, ich habe Rotzblasen geheult, weil ich das Gefühl hatte, alles, was wir jetzt angefangen haben, ist schon absehbar zu Ende mit dieser Maueröffnung. Also für mich war das ziemlich egal. War eine Landpomeranze von der Ostsee. Also wir hatten sowieso keinen Kontakt zum Westen eigentlich während meiner ganzen Kindheit. Ich hatte nicht so eine starke Beziehung dazu, dass das Land geteilt ist, also dass ich da nicht hin konnte. Also sowieso hatte ich mit der deutschen Nation so meine Probleme. Wollte ich nicht so gerne. Ich fand es prima, dass mein Großvater Pole war. Damit konnte ich mich eine Weile rausreden. So. Aber also, was ist zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November passiert? Alles. Also ich meine, das war ein riesenhafter Aufbruch. Das konntest du überall spüren. Nicht nur am 4.11. da auf dem Alexanderplatz, sondern überall hast du Leute gesehen, die diskutiert haben, die ihre Forderungen gestellt haben. Die Böhner Plattform ist erschienen von der Initiative Vereinigte Linke. Warst du damals in der Opposition der DDR aktiv? Wie würdest du deine politischen Positionen damals beschreiben? Es gab in der DDR gar keine Opposition. Das ist ja Quatsch. Wir waren kleine Grüppchen, die zusammen was gemacht haben. Das war auch in Ordnung und es war oppositionell, aber von einer Opposition konnte man nicht wirklich sprechen. Wir waren auch vernetzt, aber wir waren uns ja noch nicht mal einig über das, was wir wollen. Wir waren uns höchstens einig über das, was wir nicht wollen. Ich bin bis 75 IM gewesen, 4 Jahre lang. Und ich habe es unter anderem dem schon erwähnten Thomas Klein zu verdanken, dass ich die Stasi verlassen habe. Und wir haben zum Beispiel 1979 haben sich verschiedene Leute, Thomas Klein, Stefan Fechner,
von dem ich nicht mehr weiß, wo er ist und was er macht. Wir haben damals Leute gesammelt, die eine Petition unterschreiben oder einen Protestbrief, keine Petition. Wir haben es als Protestbrief formuliert, wegen des Ausschlusses von 10 Schriftstellern aus ihrem Schriftstellerverband, weil sie Kritik an der DDR über die Westmedien transportiert haben. Das wurde im Westen veröffentlicht, war aber, glaube ich, ein Brief an Honecker und noch irgendjemand. Und wir haben eben auch an Erich Honecker geschrieben und an Hermann Kant, den damaligen Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes. Die Schriftsteller haben in ihrem Schreiben kritisiert die Zustände in der DDR, die dazu führen, dass jede und jeder, der irgendwie kritisch sich äußert, denunziert wird. Das war so der Kern des Ganzen. Also es ging da aber eben nicht nur um Kulturpolitik, aber auch hauptsächlich um Kulturpolitik. Was wir wichtig fanden an diesem Papier, war, dass das, was die Schriftsteller beschrieben haben, jeden Tag in der DDR, in jedem Betrieb passierte. Und so haben wir unseren Brief auch abgefasst und haben gefordert, dass das geändert wird, dass wir freie Meinungsäußerung haben und demokratische Verhältnisse und sowas. Und haben Unterschriften gesammelt und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, 150 vielleicht, mehr auf keinen Fall. Einige sind zurückgetreten. Es gab, die Stasi hat dann eine Kampagne gemacht, die hat sich einzelne Leute geholt und hat die bearbeitet. Und einige haben ihre Unterschrift zurückgezogen. Aber nicht so sehr viele, das muss ich auch sagen. Und am Ende wurden Thomas und ich verurteilt. Nicht wegen dieser Geschichte, aber offenbar war das der Anlass, uns zu verhaften. Auf jeden Fall sind wir beide verurteilt worden. Ich zu 9 Monaten, er zu 15 Monaten. Wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme. Ich meine, das war, was gut war an dieser Unterschriftenaktion, das war im Frühsommer, dass wir danach zusammengeblieben sind. Wir haben Gruppen gebildet. Wir haben uns überlegt, dass wir eine politische Zirkelarbeit machen wollen, indem wir zunächst mal den Ist-Zustand der DDR analysieren, um daraus zu entwickeln, was muss sich eigentlich ändern? Was wollen wir, dass sich ändert? Ich habe mich vor allem mit dem Frauenthema beschäftigt, weil das war damals schon richtig virulent, dass ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich hier mit der Gleichberechtigung? Das funktioniert alles nicht richtig. Und ich hatte vor allem das Ziel, dass nicht nur die Gesellschaft, sondern dass Männer sich verändern, dass Männer sich diesem Problem stellen. Und habe dann Anfang der 80er Jahre sehr viel Kollontai gelesen zum Beispiel oder auch habe mich also auch mit Kindererziehung beschäftigt, was machen die in den Kibbuzim, was war in den 20er Jahren in der Sowjetunion, was haben die da anders gemacht, das fand ich alles interessante Themen. Aber nach der Inhaftierung war es außerdem so, dass mindestens Thomas nicht wollte, dass ich öffentlich in Erscheinung trete, weil er fand, das sei zu riskant, nochmal ins Gefängnis zu gehen. Wir haben dann aber trotzdem eine gute Lösung gefunden. Wir haben nämlich bei mir im Atelier, im Souterrain, auf einem von Freundinnen geschenkten Computer, hat er die Matrizen oder wie man das nennt, die Vorlagen für einen Friedrichsfelder Feuermelder, eine damalige illegale Zeitung. Und ich glaube auch für die Umweltblätter. Wo warst du im Herbst 1989? Ich war, nachdem ich dann in Berlin zurück war, war ich zuerst im Verband bildender Künstlerinnen und Künstler. Und dann habe ich von dort aus, ich gehörte zu der Vorbereitungsgruppe 4. November. Dann ging es auch schon mit der Vorbereitung des VL-Kongresses, also des Kongresses der Initiative Vereinigte Linke, vorwärts. Und gleichzeitig mit einer zweiten, also ich habe viele organisatorische Sachen gemacht, ja, in dieser Vorbereitungsgruppe 4.11. zum Beispiel. Da habe ich dann auch übernommen, mich um die Leute zu kümmern, die am Ersatztermin, nämlich am 19.11. kommen. Der 19.11. wird übrigens im Bundesarchiv sehr unterschiedlich bezeichnet. Da sollten wir uns mal drum kümmern. Das war die erste linke Demo in Berlin. Und
Und im Bundesarchiv steht maximal Demo für Grundrechte. Ja. Ich glaube, dass deswegen auch die Stasi mich immer bei so öffentlich wirksamen Angelegenheiten versucht hat, wegzuhalten. Meine Stärke ist ja gerade in der Organisation von Sachen und auch in der Ansprache von Menschen, glaube ich. Und ich glaube, ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, die intensiver war, weil es war so viel zu tun. Also ich hatte gerade nach der Maueröffnung hatte ich das Gefühl, jetzt noch mehr tun zu müssen, damit es ein halbwegs gutes Ende nimmt. Also damit wir da mitbestimmen können. Ja, was für eine Illusion. Und auch überhaupt dieses ganze Jahr bis zum 3. Oktober mindestens, das war geprägt von so viel Aktionen, von Sachen machen, die in die Zukunft weisen. Das war wichtig, solche Dinge zu tun. Weißt du, zum Beispiel haben wir mal veranstaltet eine Volksversammlung im Lustgarten. Also so Herbert Mislitz hatte ja ein großes Thema, nämlich den Volkskongress. Und sowas musst du auch einüben. Also wenn du willst, dass Menschen miteinander sprechen und Entscheidungen fällen, musst du das auch einüben vorher. Das kannst du nicht einfach mal so. Und diese Volksversammlung im Lustgarten, da ging es um den Einigungsvertrag, das war ein guter Anfang. Was hätte deiner Meinung nach politisch oder gesellschaftlich mit der DDR geschehen sollen? Also zuallererst mal wollten wir alle, glaube ich, die bürgerlichen Freiheitsrechte. Das war so eine Art Grundvoraussetzung dafür, dass es mit einer sozialistischen DDR weitergehen kann. Ja, das war uns wirklich wichtig. Aber es war nicht genug. Also ich persönlich und viele mit mir in der Initiative Vereinigte Linke wollten die DDR reformieren. Und das fand ich auch richtig. Weil ich habe mir auch vorgestellt, dass wenn wir ein kapitalistisches Land werden, ist es ungleich schwerer, wieder ein bestimmtes Niveau zu erreichen, so bestimmte Grundlagen zu schaffen, die wir in der DDR in der Verfassung schon hatten. Also, den Paragraphen über das Volkseigentum musste man mit Leben füllen, wie viele andere auch, nicht ihn abschaffen. Weißt du? Also das war mein Gedanke. Man musste aus dem Staatseigentum wirkliches Volkseigentum machen, wo also Leute ihre Betriebe selbst verwalten, zum Beispiel. Wo sie ihren Direktor wählen. Wo sie mitreden an dem, was dort passiert in den Betrieben. Das geht jetzt über die bürgerlichen Freiheiten schon hinaus. Ist aber, also Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit, das waren für mich Grundlagen. Aber das Eigentliche bestand darin, dass ich gedacht habe, wir sollen wirklich versuchen, das, was man vielleicht einen freiheitlichen, einen demokratischen Sozialismus, keine Ahnung, irgend sowas. Ich wollte alles versuchen, aber nicht Kapitalismus, weil wir wussten schon, was dabei rauskommt. Dass die Reichen immer reicher und die anderen alle ärmer werden. Das haben wir ja jetzt gerade wieder. Das vorherrschende Bild vom Herbst 89 erzählt, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und deutscher Einheit auf der Straße waren. War das so? Aus meiner Sicht ist das nicht richtig, weil wenn du dir die Plakate anguckst, die Forderungen vom 4.11., da gab es keine einzige, die gesagt hat, heim ins Großdeutschland. Also überhaupt nicht, gab's nicht. Sicher war in Berlin eine andere Situation als im Süden, als in Leipzig zum Beispiel. Aber selbst in Leipzig gab es zu dieser Zeit kein Deutschland einig Vaterland. Also, das spielte keine Rolle. Bis, Ende Januar ist Modrow damit aus Moskau gekommen. Der hat es nicht erfunden. Erfunden hat es derjenige in Leipzig oder Kohl, glaube ich, bei seiner Dezemberreise, wo er das erste Mal darüber gesprochen hat. Aber das Gros der Leute, die sich engagiert haben, wollten eine andere DDR. Das war überhaupt nicht die Frage. Selbst wenn sie dann später darüber nachgedacht haben,
dass eine Vereinigung mit Westdeutschland gut wäre, aus wirtschaftlichen Gründen oder warum auch immer, aus persönlichen, viele hatten ja private Beziehungen nach Westdeutschland, waren sie immer noch dafür, das auf Augenhöhe zu machen. Und das hat sich dann tatsächlich durch die Wahl gedreht, durch die Volkskammerwahl im Frühjahr, weil die CDU gewonnen hat. Und ich würde sagen, von da ab war das dann erledigt. Also das mit der friedlichen Revolution ist einerseits richtig, andererseits wird es verwendet für was, was so nicht stimmt. Also ich weiß heute immer noch nicht genau, warum die DDR-Führung gewissermaßen nicht geschossen hat. Und nicht uns alle. Es gab ja diese Liste, auf der mindestens Thomas Klein und ich auch drauf standen, als zwei Leute, die 79, 80 aus politischen Gründen inhaftiert waren. Also Leute, die interniert werden sollten im Ernstfall. Davon war immer die Rede, dass es sowas gibt. Das ist aber nicht passiert. So, warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der schönste Gedanke wäre natürlich, dass das Politbüro sich daran erinnert hätte, dass sie Teil der Arbeiterklasse gewesen sind und dass sie nicht auf ihre eigenen Leute schießen. Aber der mieseste Gedanke ist, dass sie sich überlegt haben, dass es sowieso zu Ende ist mit der DDR und dass sie noch versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Irgendwas dazwischen wird es gewesen sein. Innerhalb der Linken wird die Zeit der sogenannten Wende heute meist vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalismus und Neonazismus nacherzählt. Wie hast du das Auftreten von Deutschland- und Reichskriegsfahnen sowie den kippenden Spruch »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk« damals wahrgenommen? Welche Bedeutung hatte für dich damals »Wir sind das Volk«? Ja, ich finde das ja natürlich einen tollen Spruch »Wir sind das Volk«. Das ist ja, man erinnert damit die Mächtigen daran, dass wir die Gesetzgeber sind. Nicht wahr? Das drückt auch aus, dass das Volk sich selbst ermächtigt. Wir sind ein Volk, ermächtigt sich zu gar nichts, außer zu Ignoranz und Hochmut anderen Völkern gegenüber, finde ich. Trotzdem denke ich, dass dieser Spruch, wir sind ein Volk, den haben wir in Berlin ja regelrecht bekämpft. In Berlin war das ja auch nicht das Hauptthema. Das war ja mehr in Leipzig. Und das hat die West-CDU dahin getragen, denke ich. Also das waren noch nicht mal die Rechten, die das hingetragen haben, sondern die CDU. Damit dieser Vereinigungswille gestärkt wird. Ich habe das schon, also das Anwachsen, also nein, Fahnen, das war furchtbar. Also ich habe schon zu DDR-Zeiten immer einen Hass gehabt auf Fahnen. Also vor allem auf die bundesdeutsche Flagge mit dem Adler hatte ich einen besonderen Hass. Aber auch auf Leute, die einfach so privat für sich Flaggen gehisst haben, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Dazu hatte ich keinen Zugang. Als das zugenommen hat, also für mich, das muss ich nochmal sagen, die revolutionären Ereignisse in der DDR, nennen wir es eine bürgerliche Revolution, haben für mich nichts mit einem Volk zu tun. Weißt du, damals waren ja die Rechten schon präsent, auch in Berlin. Und nur die Polizei war noch nicht entschieden, was sie tun soll, knüppeln oder nicht oder wie oder was. Die waren ja völlig verunsichert. Ich fand wichtig, da auf die Straße zu gehen, deswegen bin ich da gewesen. Ich war auch in Hoyerswerda. Und dennoch ist es so für mich, dass diese rechte Gedankengut war, ist in der DDR anders entstanden als in der Bundesrepublik, denke ich. Der Überfall auf die Zionskirche 1987. Ich denke, dass vor allem junge Leute in der DDR einen Weg gesucht haben, gegen die Staatsmacht zu opponieren und da faschistische Symbole, Reden und so weiter absolut verboten waren. In der DDR war das das erste Mittel. Dass die in der Wendezeit oder in der Nachwendezeit 1990 gewissermaßen
indoktriniert wurden von westlichen Rechtsparteien und Gruppierungen, das wundert mich nicht. Und das gibt jetzt ein ganz eigenes Feld im Osten. Und trotzdem finde ich, das hat im Westen eine andere Tradition. Die ist nämlich nie gebrochen worden im Westen. Für mich ist die Erzählung über die Wende nicht vor allem eine Erzählung über das Erstarken der Rechten. Das gehört auch dazu. Aber es ist für mich nicht die Hauptsache. Die Hauptsache bleibt, dass wir es vermocht haben, die Macht der SED zu brechen, dass wir unsere Freiheiten erkämpft haben und dass wir die Chance auf was anderes haben. Das ist für mich das Wichtigste. Was kann die linke Bewegung heute von der Bewegung damals lernen? Also ich glaube, dass eine linke Bewegung, wenn sie denn jemals entsteht, sehr genau gucken muss, dass sie möglichst viele Menschen mitnimmt und dass sie nicht ein elitärer Haufen ist. Das heißt, man muss solche Forderungen und Übereinkünfte treffen, die möglichst viele Menschen mittragen, die für viele auch wichtig sind. Das klingt jetzt irgendwie so populär, aber alles andere ist Quatsch. Also du kriegst keine Revolution angezettelt mit 10 Hanseln. Angezettelt vielleicht ja, aber du wirst sie nicht gewinnen, wenn du nicht die anderen Leute hinter dir hast. Oder doch viele andere. Und wichtig ist aber trotz alledem vorher sich darüber zu verständigen, weil das haben wir ja in der DDR gar nicht gemacht. Das habe ich ja anfangs gesagt, dass wir ziemlich genau wussten, wogegen wir sind und da stimmten wir auch überein. Aber schon bei der Frage, was wollen wir dann, ging es ja relativ schnell auseinander. Wichtig ist, sich darüber zu verständigen, wie eine Gesellschaft organisiert sein muss, damit sie wirklich emanzipatorisch ist. Und emanzipatorisch heißt für mich auch solidarisch. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch ein großes Westdeutschland. Krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich, ob es mir gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.